Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Und ja, es ist ewig her, dass wir es das letzte Mal gespielt haben, aber es existiert noch. Wir müssen es noch spielen und es wird vervollständigt. Wegen Breath of the Wild anstehend habe ich es etwas aussetzen lassen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir meinen bis zum damaligen Zeitpunkt Lieblings-Zelda nicht weiterspielen werden. Und jetzt nerv mich nicht. Ich bin hier, um das da zu fangen. Hier, du nervst mich ja und jetzt wir. Das ist alles deine Schuld. Das ist alles eure Schuld. Okay, wie komme ich jetzt wieder hoch? Ich höre dich, komm näher. Komm näher. Wirst du wohl herkommen? Wirst du wohl? Nein! Solltest du aufheben! Oh! Ja? Ja? Ich drücke A. Und es ist die weibliche Eintagsfliege. Und ich hoffe, das ist das letzte Goldobjekt, beziehungsweise das letzte Goldinsekt. Wenn ich gerade richtig auf meine Liste gucke, sollte es das letzte Goldinsekt gespielt sein. Was uns noch fehlt, aus dem Grund, warpen wir uns mal mit unserem noch vorhandenen Geld nach Kakariko. Ich musste mich tatsächlich jetzt am Anfang ein bisschen umschauen, wo wir überhaupt stehen geblieben sind. Wie gesagt, das ist jetzt, glaube ich, über ein halbes Jahr her. Also, dass das Spiel released ist, ist jetzt ja mittlerweile fast, also ein und ein Vierteljahr her. Dann haben wir eine riesige Pause letzten Sommer gemacht, haben dann im Herbst oder so wieder ein paar Parts gemacht und haben dann wieder eine größere Pause gemacht. Und jetzt wollen wir es natürlich langsam mal zu Ende bringen. Dementsprechend, wir sind ja wirklich nicht mehr so weit vom Spiel, vom Ende des Spiels entfernt. Oh, wir sind hier noch ein Wolf. Das sollten wir ändern. Ja. Weil ich glaube, ein Wolf sollte hier nicht unbedingt in Einkaufsläden gehen. Ich glaube, das ist nicht so gut angesehen bei den Leuten. Sondern wir müssen hier noch etwas spenden. Und ich weiß nicht, was man dafür bekommt, wenn man alle Goldinsekten abgibt. Oh, diese Einkaufszeiten. Kann ich hier irgendwo die Zeit verändern? Gibt es doch sicherlich irgendwo ein Bett, wo man sich reinlegen kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier abläuft. Wie lief das in dem Spiel nochmal ab, dass man... Kann ich irgendwie sagen, warten bis... Kann ich mit Midna reden, bis es wieder Tag wird? Kann ich irgendwas tun dafür, dass es schnell Tag wird? Ich glaube, während man sich in Dörfern und Co. aufhält, vergeht die Zeit nicht. War das nicht so? Hast du nicht irgendwo ein Bett? Ich weiß, das hier ist nicht Breath of the Wild. Es muss auch irgendwie eine Möglichkeit geben, die Zeit zu manipulieren. Ich musste nämlich extra bis Nacht warten, bis ich die Eintagsfliege sehen kann. Ich war mir nämlich nicht mehr sicher, ob die nur tagsüber oder nachts oder also nur nachts oder auch tagsüber zu sehen sind. Ich habe da tagsüber nämlich niemanden gesehen, habe dann gewartet, bis es Nacht ist und dann kam sie plötzlich. Aber scheinbar hat das dann dafür hier die Sache. Hier werde ich nämlich tagsüber, bin da reingegangen und habe dann gesehen, oh, uns fehlen noch 200 Rubine, die wir da spenden müssen. Und das wollte ich jetzt schnell tun, aber naja. Okay, ich glaube, wegen einer anderen Sache mussten wir hier nochmal in die Kirche. Wo war denn die Kirche nochmal? Ich bin immer noch verwirrt. Vor allem, weil ich das Spiel jetzt wieder ein Jahr lang nicht angefasst habe, wo hier denn im spiegelverkehrten Kakariko überhaupt alles ist. Das Heiligtum ist geradeaus. Das heißt, in die Richtung müssen wir. Ich hoffe, das ist die Kirche, die ich meine. Wir haben nämlich unseren Kopierstab dabei, aber den können wir ja immer noch nicht benutzen. Und ich meine gehört zu haben, dass man, um den benutzen zu können, ich meine, dass ich das vor einem halben Jahr mal nachgeguckt hatte und irgendwas noch in Erinnerung habe mit, man sollte in die Kirche von Kakariko gehen. Wer seid ihr denn? Achso. Wer bist du denn? Bist du ein Bekannter von diesem Mädchen? Warum seid ihr hier? Hallo Link, ich habe auf dich gewartet. Ich habe gute Nachrichten. Wenn alles klappt, können wir Ilia ihre Erinnerungen zurückgeben. Kennst du eigentlich Iago, den Bekannten von Thelma? Er forscht nach irgendetwas in den Wolken und wollte die Steinstatue sehen. Ich habe ihn in die Katakomben des Heiligtums gelassen. Dabei hat Ilia sich daran erinnert, dass sie von der Person, die sie gerettet hat, etwas über irgendeinen Stab aus den Wolken gehört hat. Ah, vielleicht müssen wir den auch wieder reparieren lassen, um
zum letzten Dungeon zu kommen, denn der ist über den Wolken. Der Älteste der Geroden sagt, es gibt einen Weg, ihre verlorenen Erinnerungen zurückzugeben. Man muss die Gedächtnisfragmente zurückverfolgen und wieder zusammenfügen. Das heißt, wenn man die Handlung bis dorthin, wo ihr geholfen wurde, zurückverfolgt, sollte es eine Mitte geben, ihre Erinnerung zu finden. Bevor sie in unser Dorf kam, hat sich ja Thelma um sie gekümmert. Es wäre gut, mit ihr zu reden, und wenn du zu Thelma gehst, gib ihr bitte das hier. Leonards Brief beschreibt, wie du ihr Erinnerung zurückbringst. Okay. Weißt du, ich komme mit ihr nämlich nicht so gut aus. Also dann, Link, auf in den Kampf! Du hast jemanden in die Katakomben gelassen, lass mich da auch mal kurz rein. Der Brief hat sicherlich was mit der Erinnerung zu tun. Der Typ hier sollte was mit dem letzten Dungeon zu tun haben. Und für diese Statue brauchen wir doch unseren Stab. Ah, vielleicht sind wir hier ganz richtig. Du bist doch Link, oder? Ich bin bei Thelma im Laden. Ich bin oft bei Thelma im Laden. Ich habe von deinen Heldentaten gehört. Man nennt mich Jago und ich untersuche die Legende von den Kumulanern, die man sich in Hyrule erzählt. Dass du gerade jetzt auftauchst, ich habe schon gehört, dass du kein gewöhnlicher Mensch bist. Da muss wohl was dran sein. Endlich habe ich sie gefunden. Die silberne Statue. Sie ist die, in den Dokumenten meines Vaters beschrieben ist. Es gibt in Hyrule viele solche Statuen, aber diese hier ist irgendwie anders. Schau dir doch mal den Bauch der Statue an. Sieht das nicht etwas, steht da nicht etwas geschrieben? Darüber steht auch etwas in den Aufzeichnungen meines Vaters. Das scheinen kumulanische Schriftzeichen zu sein. Die Worte, die das Siegel lösen, werden mich erwecken. So steht es da drin. Diese Ida ist doch eine Bekannte von dir, oder? Kann einem richtig leid tun, alle Erinnerungen zu verlieren. Sie erwähnte doch einen Stab aus den Wolken. Ich glaube, ja, dass irgendetwas mit den Worten, die das Siegel lösen, zu tun hat. Kann man denn nicht irgendwas tun, um ihre Erinnerung zurückzubringen? Das würde wohl so manches Rätsel lösen. Okay, scheinbar müssen wir den Brief zu Thelma bringen. Das passt ja eigentlich ganz gut, da wir ja eh... dafür nach... um das Goldinsekt abzugeben, ins Schloss Hyrule oder in die Stadt Hyrule gehen müssen. Gar nicht, ob die heißt. Das ist einfach nur Hauptstadt. Keine Ahnung. Weil das Königreich heißt die Hyrule. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das Schloss auch noch Hyrule und die Stadt darum auch noch Hyrule heißen. Okay, dann sind wir hier wohl, glaube ich, ganz richtig, um unsere Kraft vom Schwert wiederherzustellen. Das Problem ist halt, wir müssen jetzt irgendwie warten, bis die Zeit wieder Tag wird, weil ich das, wie gesagt, auf einem Rutsch machen wollte. Die Spenden hier abzugeben und... dann halt die Goldinsekten und so weiter, weil ich halt wie gesagt nicht weiß, wie viel Geld man dafür bekommt, wenn man den ganzen Kram abgibt. Und das ist doof, wenn wir mehr Geld bekommen, als wir tragen können. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Insekten wir noch nicht abgegeben haben oder ob es nur noch das eine Insekt fehlt. Und ob dieses eine Insekt, was es noch fehlt, und vielleicht dadurch, dass es das letzte ist, so viel Geld gibt, ich weiß es halt nicht. Da können wir hier noch ein bisschen das Kämpfen üben und feststellen, dass das nicht der Angriffsknopf ist. Okay, wo ist der Vogel hin, der uns eben angegriffen hat? Ich mag wieder, warum ich dieses Spiel weiß. Ist auch gut. Ciao. Das Master Sword haben wir auch mittlerweile. Wie gesagt, der letzte Dungeon des Spiels steht noch an. Obwohl, es ist nicht wirklich der letzte Dungeon des Spiels. Ich glaube, es kommen sogar noch zwei weitere. Aber da kriegen wir auf jeden Fall das letzte Dungeon-Item des Spiels. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und danach sind wir dann in der Lage, alle Herzteile zu sammeln. Danach sind wir in der Lage, die HD-Collections exklusive Drillhöhle zu besuchen. Können alle Rätsel lösen und wenn wir das alles getan haben, alles gesammelt haben, was es so in diesem Spiel gibt. Alle Herzteile, alle Stempel, die wir bis zu dem Zeitpunkt sammeln können. Alle Goldinsekten haben wir jetzt schon beendet. Und alle Erweiterungen für Fächer, Bombentaschen und Co. Köcher natürlich, nicht Fächer. Köcher, Bombentaschen und Co. Wenn wir das alles erledigt haben, dann begeben wir uns zu den letzten beiden Dungeons. Dementsprechend, mein Gott, Spiel, jetzt verändert die Zeit. Kann nicht wahr sein. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn man in einem Spiel darauf warten muss, dass es Tag wird.
Oh nein, ich will dich nicht. Zieh dich! So. Guten Tag. Kellerasse weiblich. Aber dich habe ich schon. Aber danke für das Herz. Okay, was habe ich groß zu sagen? Ja, das Projekt musste ein bisschen pausieren. Tut mir sehr leid. Wie gesagt, ich kam damals einfach nicht weiter dazu. Hatte einfach nicht die Möglichkeit, weiter aufzunehmen. Und dann war der Breath of the Wild Release auch schon gar nicht mehr so fern. Und dann wollte ich halt nicht den Mario Kart und den Smash Bros. Fehler begehen, dass ich zuvor zu viel mich von einem Spiel schon übersättige, um dann den Nachfolger zu spielen und ihn dann halt nicht so wertzuschätzen, wie er eigentlich wertgeschätzt werden sollte. Indem ich mich halt, wie gesagt, vorher von diesem Spiel schon übersättigt habe. Gut, Breath of the Wild ist nichts, also ist überhaupt nicht vergleichbar mit den vorherigen Zeldas. Aber trotz alledem wollte ich da gar kein Risiko eingehen. Sagen wir es einfach mal so, ich wollte von vornherein kein Risiko eingehen. So, da vorne brauchen wir auch wieder den blöden Stab. Wenn wir zumindest den hätten reparieren können da eben. Hätten wir uns zumindest diese Truhe hier noch holen können. Weil ich glaube, insgesamt bekommen wir noch durch den Dungeon ein Herzteil, durch den Dungeon ein Herzteil. Das ist zwei Herzen fehlen uns noch. Nein, wir kriegen eigentlich nur noch durch zwei Dungeons Herzteile. Das wollte ich nicht tun. Was war denn da vorher? Ich glaube, Pfeil und Bogen war da vorher. Das lasse ich da am liebsten mal. Wo ist ein Pfeil und Bogen? Da ist Pfeil und Bogen. Ich glaube, da war sogar Pfeil und Bogen mit Bombe. Deswegen mache ich das mal wieder kurz. Ich wollte eigentlich... Wo ist denn das Menü? Da, Ausrüstung. So. Uns fehlen noch zwei Herzteile für ein Herz. Das heißt, uns fehlen noch... Ich habe hier sogar eine Liste. Die habe ich hier so wunderbar ausgedruckt. In der Zeit können wir die Zeit mal ein bisschen weiterlaufen lassen. Uns fehlen noch... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 19, 11, 12 Herzteile. Und ja, ich habe vergessen, dass natürlich in den Dungeons auch noch Herzteile versteckt sind. Dementsprechend muss ich die natürlich auch noch mit drauf beziehen. Und dadurch kommen wir natürlich auf die fehlenden. Was habe ich gerade gesagt? 6? 1, 2... Nee, 6 ist Schwachsinn. Ich habe ja auf der ersten Seite schon viel gehabt. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 19, 11, 12 Herzteile. Passt das ungefähr? Ja, damit kriegen wir drei Herzen zusammen. Das passt sogar perfekt. Dann kriegen wir drei Herzen zusammen. Einen aus dem nächsten Dungeon, eins aus dem Dungeon davor. Und das letzte ist ja schon der finale Dungeon, beziehungsweise dem Dungeon danach. Und das letzte ist ja schon der finale Dungeon. Und danach ist ja Zelda-typisch höchstwahrscheinlich wieder einfach nur ein Ende. Und danach wird man wieder Feuer rausgeschmissen. Das heißt, da kann man natürlich als Belohnung gar kein Herz bekommen. So, jetzt spiel, jetzt mach mal hin, bitte. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Mond. Naja, ich kann in der Zwischenzeit schon mal sagen, dass natürlich auch Breath of the Wild in die nächste Runde starten wird. Und davor möchte ich natürlich gerne Twilight Princess durchbringen, aber das sollte eigentlich kein so großes Problem sein, denn das Breath of the Wild DLC Nummer 1 soll ja, glaube ich, gegen Ende von August rauskommen, laut aktuellem Stand. Ich nehme es, glaube ich, ein bisschen früher aus, als ich es veröffentlichen werde. Und wenn Breath of the Wild rauskommt, beziehungsweise DLC Nummer 1 rauskommt, hatte ich ja eigentlich vor, das nicht nochmal weiter aufzunehmen, weil ich mir von dem, was da so bekannt wurde, neuer Schwierigkeitsgrad, ein paar neue Schätze und so weiter und so fort, denke, das lohnt sich eigentlich nicht dafür, dann nochmal Videos aufzunehmen oder das Spiel anzufassen. Das zweite DLC-Pack hingegen ist da schon sinnvoller, denn mit dem kommen natürlich auch neue Inhalte, wirklich richtige neue Inhalte hinzu. Aber mittlerweile sind ja auch ein paar neuere Informationen zum ersten DLC von Zelda bekannt. Unter anderem sind halt so fliegende Gegnerplattformen und der neue Schwierigkeitsgrad, wie gesagt. Aber eben auch ein Item, beziehungsweise eine Maske, glaube ich sogar, die, wenn man sie aufsetzt, irgendwie dabei helfen soll, die Crocs aufzuspüren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je nachdem, wie das funktioniert, also wenn das einigermaßen vernünftig funktioniert, mit dieser Maske die Crocs aufspüren zu können, dann wird unser Let's Play vielleicht erweitert und doch zu einem 100% Let's Play gebracht. Natürlich die Crocs, die ich jetzt schon außerhalb von Aufnahmen aufgehoben habe, sind natürlich im Let's Play nicht mehr zeigbar, aber ich habe ja jeden Croc, den ich außerhalb und innerhalb von Aufnahmen eingesammelt habe, innerhalb bin ich mir gar nicht 100% sicher, aber auf jeden Fall jeden Croc, den ich außerhalb von Aufnahmen eingesammelt habe, habe ich ja per Zeichen auf meiner Map markiert.
Das heißt, ich kann euch einfach den Überblick über meine Map zeigen, damit wisst ihr, wo die ganzen Crocs waren. Und mit Hilfe der Croc-Maske werden wir dann die restlichen Crocs finden und können dann quasi mit einem 100% Safe State hineingehen in das zweite Zelda-DLC im Winter. Das heißt, ein paar Parts werden noch kommen. Wahrscheinlich werde ich die meisten Crocs dann einfach nur zusammenschneiden, was, glaube ich, ziemlich langweilig wäre, einfach die ganze Zeit nur durch die Gegend zu rennen und Crocs zu suchen. Aber mal sehen, wie viel ich da schneide, wie viel wir zusammensuchen, wie viel wir dann ein bisschen die neuen Inhalte des neuen DLC-Packs dann zusammen erforschen. Und ich sehe gerade, dieser Part geht jetzt schon 15 Minuten, wir haben noch nichts geschafft, also der Part wird auf jeden Fall Überlänge haben. Und die meisten von euch werden wahrscheinlich bis zu diesem oder so noch sogar noch einen späteren Punkt vorgespult haben. Weil das total unnötig war, hier die ganze Zeit zu warten. Hey, der Laden hat auf! Juhu, toll. Es gab bestimmt irgendeine Möglichkeit, die Zeit vorzuspulen. Und ich habe es einfach verpeilt. So, ich möchte gerne spenden. Und zwar 200 braucht ihr noch. Die gebe ich doch gerne ab. Fantastisch, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben eine Legende erschaffen. Du solltest nach Hyrule-Stadt gehen und es mit den eigenen Augen sehen. Vielen Dank für deine Hilfe. Das werde ich tun, denn wir wollen jetzt eh nach Hyrule-Stadt. Deswegen wollte ich unbedingt, dass wir vorher noch gespendet haben, weil dann können wir alles auf einem Rutsch machen. Den Brief abgeben. Ansehen, was die uns hier zu zeigen haben. Und das letzte Goldinsekt abgeben. Das sind alles sehr, sehr, sehr gute Vorzeichen hier. Der Part beginnt schon mal gut. Ich habe auf jeden Fall relativ gute Vorarbeit geleistet beim letzten Mal. Nur nie weitergemacht. So, wir wollen hier hin. Das heißt go. So, das Einzige, wo ich aktuell noch keine Information zu habe, ist, wo es die ganzen Stempel gibt. Weil die Listen, die ich mir so zusammengesucht hatte, waren allesamt Listen zur Wii- und Gamecube-Version, aber keine einzige Liste zur Remake-Version. Und natürlich gibt es da wieder einen Brief. Wahrscheinlich, dass wir nach Kakariko gehen sollen. Ich habe Post hier, Absender Maru-Markt. Ah, nein. Das hat was. Das hat er uns doch gerade eben persönlich gesagt. Na egal. Aber das brauchen wir uns nicht durchlesen, wenn wir schauen uns selber an, was der uns zu sagen hatte. Das war erstmal eine Bomben- und Pfeilverschwendung, tut mir leid. Denn es gab hier in der Stadt ja einen unfassbar überteuerten Markt, wo man ja eine exklusive Rüstung kaufen konnte, die es nur in diesem Markt gab. Die allerdings so unfassbar teuer war, dass sich die keine Sau leisten konnte. Und ja, jetzt nachdem wir den Maru-Markt genug gespendet haben, haben die genug Geld gehabt, um diesen Markt zu übernehmen. Das heißt, Maru leitet jetzt diesen Markt hier, hat ihn übernommen und dadurch können wir da jetzt, glaube ich, auch mit schmutzigen Schuhen rein. Und können uns da drin, glaube ich, dann auch die Rüstung zu einem erschwinglicheren Preis leisten. Guten Tag. Dafür war dieses ganze Gespende dann los. Ach du Kacke. Hallo? Kauf's dir, wenn du was willst, dann kauf's dir. Herzlich willkommen im Maru-Markt Hyrule-Stadt. Zahlreiche Sonderangebote zur Neueröffnung. 20-30% Rabatt auf alles. Hauptsache schön billig. Maru-Markt, der Kleinpreis hält. Der Freund ist einfach ein Volkes. Kauf was, wähl's aus. Ja. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Stempel kaufen. Denn die wollen wir ja allesamt sammeln. Hätten wir den? Und die Rüstung kostet 598 Rubine. Die hätten wir vorher gehabt, aber wir kriegen hier noch auf jeden Fall was für das Goldinsekt. Das heißt, wir kommen gleich wieder und kaufen uns die Rüstung, weil damit sollten wir, glaube ich, alle Rüstungen des Spiels zusammen haben. Also schon mal eine Menge von unseren Zielen erreicht. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo war die Goldinsektfrau? Goldinsektfrau war nicht hier, aber war hier in der Seitengasse? War die hier irgendwo? Da wohl nicht. Da war doch dieser Spanner an der Tür, oder? An dem sollte man es doch erkennen.
Goldinsektfrau. Ich glaube, Agatha oder so hieß die. Okay, da links war der ein zu Gold gewordene Typ. Da müssen wir noch eine ganze Menge für finden. Goldinsektfrau. Warst du hier? Nein. Ach nee, du warst die Hellseherin, die uns sagt, wo wir als nächstes hingehen müssen, falls wir mal nicht wissen, wo es lang geht. Aber das war doch alles in einer Straße, oder nicht? Ist das da nicht... Ja, da ist der Spanner vor der Tür. Die haben jetzt hier Maro-Marktschilder. Boah, das ist ein Laden, in dem ich nicht häufig reingehen möchte. Agneta, so hieß sie. Ich glaube, die heißt im Englischen Agatha oder so. Naja, ich habe auf jeden Fall das letzte Goldinsekt. Oh, warte, wir haben noch eine ganze Menge Goldinsekten noch nicht abgegeben. Scheiße. Wo soll ich mit dem ganzen Geld hin? Bla bla bla. Hier ist sogar ein paar. Dadurch kriegen wir 100 Rubine. Ach du Kacke. Ja, es fehlen noch 9 Insekten. Die habe ich auch alle. Kann ich die nicht einfach alle abgeben auf einmal? Hier haben wir noch ein paar. Ich glaube, wir können nur 1000 Rubine tragen im Moment. Das heißt, wir sollten uns gleich die Rüstung kaufen und dann nochmal wiederkommen. Und die restlichen abgeben. So, das heißt, wir geben jetzt noch dich ab. Ja, Gottesanbeterin, bla bla bla. Das gibt 50 Rubine. Und mit dem zweiten davon kriegen wir gleich nochmal 100 obendrauf. Haha, 100 Rubine und... Ja, 50er Objekt können wir noch abgeben. Geben wir hier den Hirschkäfer ab. Yep, und dann kriegen wir natürlich gleich fast 600 Rubine kostet die Rüstung. Das heißt, wir haben keinen Rubin verschwendet. Hoffe ich zumindest nicht. Oder wenn, dann sehr, sehr wenig. Also das haben wir relativ gut abgepasst mit unserem Rubin-Management, würde ich sagen. Und deswegen war es dann doch wichtig, dass wir die 200 Rubine eben noch gespendet haben, weil ansonsten haben wir doch scheinbar wohl doch eine sehr, sehr große Anzahl an Rubinen noch nicht gespendet. So, Hyrule Süd kommen wir hier raus. Ich muss gleich mal gucken, wo wir jetzt hier direkt an Hauptplatz rauskommen, damit ich nicht gleich durch die ganze Stadt rennen muss. Ah, das ist sogar der Eingang, den wir genommen haben. So, okay. Ja, das finde ich wieder. Das schaffe ich schon irgendwie. Maro, Markt. Ich dachte, Maro ist jetzt auch der Geschäfts... Also, Maro ist jetzt nur Geschäftsinhaber. Ich weiß gar nicht, ob er seinen Markt in Kakariko dann weiterhin noch offen hat. Und hier quasi nur das Geschäft, das noch zusätzlich gehört. Aber allein die Trophäe, also allein die Statue von ihm da oben, das ist so... So, gib mir die letzte Rüstung des Spiels, die wir noch nicht haben. Herzlichen Glückwunsch, das ist die Magierüstung. Solange du sie trägst, verwandeln sich deine Rubine in magische Energie. So wirst du immun gegen jede Art von Angriff. Verlierst du aber bei jedem gegnerischen Treffer viele Rubine, sind deine Rubine aufgebraucht, verliert die Magierrüstung und deine Bewegungen werden träge. Das heißt, solange wir Rubine haben, sind wir unverwundbar. Sobald wir allerdings keine Rubine mehr haben, sollten wir diese Rüstung unbedingt ablegen. Denn daraufhin können wir uns kaum noch bewegen. Also es ist eine sehr overpowerte Rüstung, wenn man sehr, sehr viele Rubine hat. Und da man, glaube ich, in der HD-Remaster-Version seine Rubintasche um einiges größer machen kann auf der Wii U-Version, als auf der Wii-Version. Ich glaube, man kann hier bis zu 9.999 Rubinen bekommen. Ich weiß nicht, ob das in... im anderen Teil genauso war. Ich bin da wie gesagt echt nicht mehr sicher, ob das auf der Wii auch so war. Ich meine nämlich nicht. Auf jeden Fall, dass das möglich ist, kann man diese Rüstung schon sehr, sehr lange tragen und kann zum Beispiel die kompletten, nein, nicht den kompletten, aber doch eine sehr, sehr lange Zeit, zum Beispiel im letzten Endbosskampf, einfach diese Rüstung tragen. Und das macht einen einfach alles wesentlich einfacher, als es sein müsste. So. Aber irgendwie muss man natürlich auch belohnt werden. Und so viel Geld zu investieren, um dann noch eine Rüstung zu bekommen, die auch noch Geld frisst, das ist dann natürlich
dann auch sein ganzes Kram hier wert. So, drei Insekten noch, müsste uns also insgesamt noch 250 Rubine geben. Und dann schauen wir mal, was es als Belohnung gibt. Bla bla bla. Und die letzten zwei. Kann ich die nicht einfach alle auf einmal abgeben? So, Schnecke männlich. Und Schnecke weiblich. Damit hast du alle, meine Liebe. Alle Goldinsekten, die du wolltest. Danke, danke, ich bin so glücklich, unglaublich, damit haben es jetzt alle geschafft, hier zu erscheinen. Alle haben sich zu Paaren zusammengefunden und wirken, sie nicht alle unglaublich glücklich? Du hast so viel für uns getan, deine Heldentaten werden im Insektenreich unvergesslich bleiben. Nun, zum Dank sollst du dieses Geschenk in Empfang nehmen. Die Maxi-Geldbörse, ihr kannst du, oh, bis zu 2000 Rubine. Ich dachte, okay, vielleicht gibt es auch irgendwo anders eine Geldbörsenerweiterung, keine Ahnung. Komm jederzeit wieder her, wenn du die Insekten treffen willst. Nein. Ich glaube, wir müssen diesen Raum jetzt nie wieder betreten und da bin ich ehrlich gesagt genauso glücklich drüber, wie dass wir den Maru-Markt nicht mehr wirklich betreten brauchen. Denn das sind sehr, 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 sehr unheimliche und unangenehme Orte in dieser Stadt. Ich weiß nicht, wie ich das vernünftig ausdrücken soll. So, jetzt müssen wir natürlich hier rein, um den Brief abzuliefern. Also gut, unsere Hyrule-Abenteuer hier kombiniert. Die 5 Minuten oder 6, 7 Minuten, die wir da in der Steppe warten mussten, war natürlich etwas unnötig. Aber ansonsten haben wir das Ganze ziemlich gut abgepasst hier. So, Thelma, ich habe einen Brief für dich. Wie geht's eigentlich der kleinen Ilia? Ich bin sicher, Leonard wird eine Methode finden, ihre Erinnerung zurückzubringen. Aber so solltest du. Aber du solltest dich erstmal um die dringenderen Dinger kümmern, die anstehen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, schau doch einfach noch einmal in Kakariko vorbei. Ich glaube, Iago ist auch gerade dort. Er ist einer von uns und wollte in Kakariko ein paar Nachforschungen anstellen. Auf der Karte auf dem Tisch ist eingezeichnet, wo du hin musst. Moment, da war ich schon. Scheiße, ich muss hier gar nicht hin, aber was ist denn mit dem Brief, den ich dir geben soll? Ah, den muss ich wahrscheinlich ausrüsten. Wow, der ist ja von Leonard. Aber steht da etwa gar nichts über mich? Na, was soll's? Hauptsache, ich weiß jetzt, was Sache ist. Also gut, Ilia braucht unsere Hilfe, aber so viel weiß ich auch nicht. Nur, dass es der Arzt war, der ihn hier ursprünglich hergebracht hat. Vielleicht weiß er etwas. Allerdings, nun ja, er ist ein wenig schwierig. Am besten, du zeigst ihm das hier, ein magisches Papier, das schwierige Menschen gesprächig macht. Eine Rechnung. Der Arzt in Hyrule-Stadt hat wohl eine ganze Weile lang anschreiben lassen. Die Summe ist astronomisch. Hyrule-Stadt heißt das Ganze, also okay. Ich hoffe, ihr fällt bald alles wieder ein. Findest du nicht auch, Link? Okay, wo ist der Arzt? Wo könnte hier der Arzt sein? Ich weiß ja noch grob, wie der aussah, oder? War das nicht der Typ, der da diesen, den Zora-Jungen da untersucht hat? Aber wo wohnt der? Okay, also hier wohnt er auf jeden Fall nicht. Da links war nur Agneta. Hier ist hier nur der vergoldene Typ. Ja. Casa Giovanni, genau, da war der vergoldete Typ. Puh, wo könnte hier der Arzt wohnen? Ich habe keine Ahnung. Arzt? Arzt? Ich suche einen Arzt. Hat jemand einen Arzt gesehen? Das könnte ein Arzt sein. Ich wüsste nicht, was hier sonst noch in der Stadt war. Außer Agneta, die Wahrsagerin und das Papp. Aha. Weißt du was zum... Ist das nicht der kleine Held, der den Zora-Jungen gerettet hat? Obwohl ihm das so gar nichts einbringt? Was führt dich her, eine Untersuchung? Aber kennst du wohl doch. Übrigens, diese kleine Idee, sie hat nicht zufällig über mich gesprochen. Nein, ich habe hier was anderes für dich. Apropos Geld. Ah, warte noch ein wenig. Ich zahle ja. Fast hatte ich das Geld schon beisammen. Hätte ich die Schnitzerei von dem Mädchen verkauft, wäre Geld in die Kasse gekommen. Aber dann habe ich Medizin über die Schnitzerei verschüttet und dann hat sie so gestunken. Natürlich habe ich sie sofort zum Trocknen da draußen gestellt, aber dann... hat sie mir irgendwelche gestohlen. Unglaublich, nicht wahr? Die Leute stehen wirklich wie die Raben. Es gibt einfach keine Ehrlichkeit mehr auf der Welt.
Jedenfalls ist hier keine Schnitzerei und Geld habe ich auch keins. Also kann ich die auch nicht zurückgeben. Also gut, arbeiten gehen. Auf der Fensterbank stand also eine Schnitzerei. Das ist ja schon mal etwas sehr Positives. Das Problem ist, es ist tagsüber. Wenn es Nacht wäre, könnte ich zum Wolf werden. Und mir anschauen. Muss ich jetzt echt warten, bis es Nacht wird? Na, oh Gott. Das kann ich euch nicht antun, dass wir jetzt wieder warten, bis es Nacht wird. Weil ich könnte als Wolf jetzt erschnüffeln, wo die Schnitzerei hingebracht wurde, oder? War jetzt meine Idee, wo ist denn die Sonne? Genau in der Mitte. Es dauert echt noch ein bisschen. Aber das brauchen wir doch für die Quest, oder nicht? Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, die blöde Zeit zu verstellen. Kannst du mir doch nicht sagen, dass es jetzt keine Möglichkeit gibt, hier die Zeit vorspulen zu lassen. Ich gehe nochmal zurück ins Pub und gucke, ob man sich da irgendwie ins Bett legen kann oder so. Das Pub ist voll weit weg. Ich guck mal kurz beim Arzt rein, ob ich mich... Ach, da oben ist die Fensterbank. Wie kann die denn von da jemand gestohlen haben? Und wie komme ich da hoch? Und wieso kann ich mich hier nicht ins Bett legen? Ich will doch nur die Zeit vergehen lassen. Es ist alles so einfach in Breath of the Wild. Ich weiß... Ich weiß, dass das Ding gestunken hat. Den Hinweis habe ich selber schon mitbekommen. Ich weiß, dass ich das als Wolf erschnüffeln will. Deswegen will ich ja, dass es Nacht wird. Meine Fresse. Die können doch jetzt nicht ernsthaft von uns erwarten, dass man jetzt rausgeht und dann die ganze Zeit rumsteht und wartet, dass es... Obwohl eigentlich... Ich habe keine Ahnung, mir fällt nichts anderes ein, wie ich die Zeit vergehen lassen könnte. Ich dachte halt, bei Midna könnte man irgendwie sagen, bis Nacht warten oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber das ging ja auch nicht. Na gut, greif an. Greif an. Okay, dann kämpfe ich jetzt gegen euch. In der Zwischenzeit können wir nochmal kurz weiter erzählen, was ich eigentlich sagen wollte bezüglich Breath of the Wild. Wie gesagt, zum Story-DLC werden wir auf jeden Fall nochmal länger Parts bringen, denn da freue ich mich auch persönlich richtig drauf. Ich frage mich halt, wie sie das integrieren in die Story, weil wenn man halt das Spiel abschließt, dann wird man ja automatisch wieder vor das Finale gesetzt. Und ich weiß gar nicht, was die, also wie die das jetzt da irgendwie noch einbauen wollen halt. Weil die Story zu den Titanen setzt, vielleicht hat es was mit den Items zu tun, die man für die 100% bekommt. Dass halt in den neuen DLC-Orten quasi Objekte verstreut oder beziehungsweise Personen verstreut werden, die halt was mit den Objekten für die 100% anfangen können. Zum Beispiel, wenn man alle Erinnerungen gefunden hat, bekommt man ja dieses Porträt von Impa, was einem ja nichts bringt. Und wenn man alle Crocs gefunden hat, bekommt man ja einen goldenen Haufen, naja... Code, welcher einem auch überhaupt nichts bringt. Und aus dem Grund, vielleicht hat Nintendo die Kritik in der Hinsicht ja gehört und in den DLC-Orten, die dann dazukommen, weil Nintendo hat jetzt zumindest schon mal die Kritik gehört, dass das mit den Crocs ein bisschen doof ist. Nintendo hat ja selber gesagt, sie haben die extra so designt, dass man nicht alle finden soll, sondern man soll ja nur 300 davon finden, um schon die maximale Ausrüstung zu bekommen. Also 300 irgendwas, dass man braucht etwas über ein Drittel aller Crocs, um schon den vollen Nutzen der Crocs zu bekommen. Und sie halt nicht davon ausgegangen sind, dass so viele Leute dann trotzdem alle 900 sammeln wollen. Aber naja, da hat Nintendo wohl mal wieder nicht nachgedacht, weil... Es gibt unfassbar viele 100% Spieler und ich bin normalerweise auch jemand, der so etwas gerne tut. Bin ich überhaupt an einem Ort, wo die Zeit vergeht? Ja, sieht so aus, ne? Okay. Ich bin ja auch jemand, der so etwas gerne tut, aber bei den Crocs, da sind ja wie gesagt so bei 99% aller Menschen dann halt echt der Geduldsfaden vorbei gewesen, weil es halt auch nicht mal einen Hinweis gibt. Nur nicht mal ein Hinweis darüber, die Gebiete sind ja schon mal relativ riesig. Und es gibt ja noch nicht mal einen Hinweis darüber, ob man jetzt in dem Gebiet, in dem man sich befindet, alle Crocs gefunden hat. Nichts gibt es ja da in der Hinsicht. Gar nichts. Keine Infos, nichts. Und deswegen ist es einfach
Es ist eine Arbeit, die niemand gerne auf sich nehmen möchte, was auch keinen Spaß mehr macht, diese blöden Crocs zu finden. Dementsprechend hat man ja schon mal in der Hinsicht darauf gehört, auf die Kritik der Spieler und hat dann eben... Naja, eingeführt, dass man mit dem ersten DLC schon mal diese Croc-Maske bekommt, mit dem man die Crocs irgendwie leichter aufspüren kann. Wie genau das funktionieren soll, weiß ich natürlich auch noch nicht. Aber... Das könnte schon mal dazu führen, dass wir die Crocs halt alle sammeln können. Das könnte ja auch so ein bisschen die Vorbereitung darauf sein. Im August bringen wir die Croc-Maske raus, sodass alle Leute die 900 Crocs sammeln können. Und im Dezember kommt dann ja, glaube ich, der zweite DLC-Pack. Da fügen wir dann vielleicht in dem neuen Gebiet, was dazu kommt, vielleicht nochmal 100 weitere Crocs mit ein. Dann hätten wir nämlich genau 1000. Und dann gibt es eine Belohnung dafür, wenn man die 900 Crocs, also den goldenen Scheißhaufen, plus die 109 Crocs hat. Und dann gibt es halt auch eine Belohnung noch dafür oder irgendwas Besonderes, indem man halt dieses komische Imperbild abgibt. Wären auf jeden Fall ganz schön, weil für die Tempel, in dem man die Tempel abgeschlossen hat, hat man ja auch das Breath of the Wild Heldengewand bekommen. Was ja auch schon mal ziemlich cool war, dass man das Breath of the Wild Heldengewand bekommt. Also, dass das Breath of the Wild nochmal ein eigenes Heldengewand hatte. Und sowas Geiles in der Hinsicht hatte ich mir eben auch für die Crocs und für die Erinnerung gewünscht, dass man eben noch zumindest irgendeine Belohnung bekommt. Für die Erinnerung bekommt man ja immer noch die Belohnung, dass man das wahre Ende bekommt. Weil man sich dann halt wirklich wahrlich an Zelda erinnert und dementsprechend das Ende dann halt auch verändert ist. Ich weiß gar nicht, in welcher Hinsicht, also was wir jetzt gesehen haben im Let's Play, was man normalerweise nicht sieht, wenn man nicht alle Erinnerungen sammelt. Aber auf jeden Fall haben wir ein erweitertes Ende gesehen, in dem wir alle Erinnerungen gefunden haben. Also es dafür gab es zumindest nochmal zusätzlich zu diesem komischen Bild eine Belohnung. Aber für die Crocs, für die aufwendigste und schwierigste Aufgabe des Spiels, gibt es dann komischerweise dann keine Belohnung am Ende. Das ist dann, naja... Für die Schreine, für die man sowieso schon Objekte bekommt, mit denen man seine Energie und seine Herzensleiste erweitern kann, hat man ja trotzdem noch dafür, dass man dann auch wirklich alle gesammelt hat, eben das Heldengewand bekommen. Und eben sowas hätte ich mir halt auch für, wie gesagt, die Crocs und eben zumindest, wenn man ein Item in einem Spiel einführt, dann sollte man diesem Item auch einen Sinn geben, finde ich. Und wenn man eben in ein Spiel einführt, das, naja... dass es dort etwas gibt, wie zum Beispiel dieses Ding, diesen Goldhaufen oder irgendwas anderes, dann sollte man dem auch einen Nutzen oder beziehungsweise einen Sinn geben. So, ich möchte jetzt schnüffeln. Und ich denke, wir müssen dafür hier hoch. Irgendwie. Was hast du gesagt, Midna? So, ich will jetzt... Warte. Was konnte ich hier gerade tun? Ich konnte hier doch gerade was tun. Ah, ich kann den scheiß Knochen fassen. Ja, super. Ich muss da hoch. Die Ambulanz, das ist schön. Ja, haut ab. Der hat den Scheiß da oben auf die Fensterbank getan, ja? Also, wie komme ich da hoch? Man kann ja nicht ohne Grund hier links oben drüber laufen. Das heißt, du musst ja da auch irgendwie hochkommen. Das heißt, du musst doch da auch irgendwie hochkommen. Von hier aus? Mein Gott! Ich will doch nur dieses Scheiß... Ah. Das wiederum bedeutet, dass man da oben irgendwie hochkommen muss. Ihr seid ja echt die besten Wachen, die ich in meinem Leben lang gesehen habe. Ja, ich versuche nur beim die Schnitzerei vom Arzt zu finden, Leute. Ich will euch echt nichts tun. Alter, wie? Normalerweise klettert man doch irgendwo rauf, auf irgendeine Erhöhung oder so. Und springt dann von dort aus los, aber...
Ich meine, da oben sieht man doch sogar, dass da eine Truhe ist. Da muss man doch irgendwie hinkommen. Kann ich mich hier eigentlich verwandeln, wenn ich mich hier jetzt verwandeln kann, ne? Okay, wir sind die Stadt verlassen und wieder kommen, wenn sich die Aufregung ein wenig gelegt hat. Also, jetzt zum Mensch werden. Und nochmal gucken, ob wir da irgendwie anders reinkommen. Oder hochkommen, oder irgendwas. Komme ich da mit einem Greifhaken hoch? Das habe ich noch gar nicht probiert. Kann ich da überhaupt so ein Item hier in der Stadt verwenden? Nein, kann ich nicht. Hi. Wie zum Teufel komme ich da hoch? Wie zum Teufel komme ich da hoch? Da. Nee. Da. Kann ich die Kiste schieben? Oh Gott, das habe ich vorher nicht gesehen. Und hier ist das Ding, was ich schnuppern muss, richtig? Oh Gott, ich hätte das auch tagsüber machen können. Ich könnte so kotzen. Geruch von Fisch vergessen und neuem Geruch merken. Jawohl, Geruch von Medizin gewittert. Ja, okay, wir haben jetzt so lange gebraucht. Hier schon zweimal mussten wir diesen Part drauf warten. Dass die Zeit vergeht, dementsprechend werden wir jetzt auf jeden Fall das hier noch bis zum Ziel nachverfolgen. Dann wird der Part, wie gesagt, Überlänge haben, aber das bin ich euch einfach schuldig dafür, dass wir in diesem Part sonst so gut wie nichts gemacht haben. Hey, lasst euch nicht von mir stören, okay? Hier lang, 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 da lang. Okay. Wer ist denn hier der kleine Gauner? Wer ist der Schnitzereidieb? Da oben kann doch eigentlich nur ein Tier hingekommen sein, oder? Du zum Beispiel. Suchst du etwa dieses Ding, das Ilya bei sich hatte? Wie hast du denn herausgekommen, dass ich es dem Arzt abgenommen habe? Ganz schön clever. Aber dann waren die Knochenhunde. Knochenhunde und die haben sie mir weggenommen. Ich sag dir, wenn solche Gerippe hinter der Schnitzerei her sind, dann ist die Kleine da in etwas Großes reingeraten. Die Biester sind irgendwo in der Nähe des Südtors und dummerweise kommen sie nur nachts aus ihren Löchern. Außerdem sind sie immer im Rudel unterwegs und müssen, du musst sie alle besiegen, um die Schnitzerei zurückzubekommen. Und zurückbekommen musst du sie. Sie ist die Entschlüsse zu Ilyas Erinnerung. Ja, hättest du das nicht gleich sagen können? Hätten wir uns die ganze scheiß Aufregung hier sparen können. So, Südtor, wo ist denn das Südtor? Ist hier das Südtor? Es ist nachts. Das heißt, wir haben jetzt noch die Chance, den Scheiß zu bekommen. Map. Map? Das ist Süden. Knochenhunde. Wo seid ihr? Knochenhunde, guten Tag. Der letzte? Oh ja. Und da haben wir doch die Schnitzerei. Eine Statue, bla bla bla, hier das Gedächtnis. Leck mich am Arsch, wir wollen uns teleportieren. Und zwar nach Kakariko, denn da müssen wir ja auch weitermachen. So. Und da machen wir dann aber im nächsten Part weiter. Tut mir leid, dass wir dieses Mal zweimal warten mussten. Beim nächsten Mal versuche ich es echt rauszuschneiden. Jetzt habe ich zumindest nur ein klein bisschen was gehabt, worüber wir quatschen konnten. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall nicht nochmal so lange zusammen. Das ist echt nervig. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.